Willkommen zu FIFA 15 Prognose mit dem Passi und wir spielen Dortmund gegen Gladbach. Hallo. Genau, ich bin mit Borussia Dortmund. Und ich bin mit der anderen Borussia. Oh yeah, alles klar, los geht's. Bukati 2, interessant. Ja, ich habe die Nummer nicht geändert. Nenn wir es den ersten Transfers, wie ihr dann gerade gesehen habt. Richtig, oder wie man gestern schon gesehen hat, weil da gab es ja noch eine andere Folge. Wobei schon alle abonnieren, ne? Nein, Spaß. Nur wenn ihr wollt, so. Oh! Und bei uns ist ja immer so... Oh Mann! Prognostiziert. Richtig, deswegen fängst du an. Obwohl ich zu Hause spiele, aber ich bin in der Aufnahme der Gast. Wir haben das schon vorhin schon aufgenommen, deswegen hatte ich ja schon ein bisschen was erklärt zu. Ich tippe auf ein 2-2, weil ich glaube, dass Dortmund dieses Jahr wieder gut sein wird und Gladbach wird, denke ich mal, auch sehr gut sein dieses Jahr wieder. Und deswegen tippe ich mal auf ein 2-2. Was habe ich jetzt gemacht? Ups, da bin ich von meiner Taste. Und ich tippe ebenfalls ein Unentschieden, aber ich tippe 1-1. Genau, das haben wir nämlich vorhin schon gesprochen gehabt, aber da hat es nicht ganz funktioniert. Richtig, da hat es mega geruckelt, wegen, ich gehe davon aus, dass es Fraps war. Oh, schneller als die 10, das ist interessant. Dann haben wir beide neue Aufnahmegeräte und dann hoffen wir, dass alles funktioniert. Ja, knapp. Wenigstens soll ich schon mal viel, viel besser als vorhin. So, jeder darf sich pro Spieltag ein Spiel aussuchen, was er dann spielt und dann aufnimmt, weil... Richtig. Wir machen trotzdem 2 Spiele insgesamt. Weiß nicht, dürfen wir schon verraten, was nächste Woche kommt? Ich habe mir ausgesucht. Okay, dürfen wir also? Habe ich mir nochmal ausgesucht. Du hast mir bei Darmstadt, Schalke hast du, glaube ich, gesagt. Schalke und du hast. Augsburg, Frankfurt, andersrum. Augsburg, genau. Nee, ich weiß nicht, wann die Spiele sind. Samstag, glaube ich. Und dann werden wir wahrscheinlich beide Freitag. Immer ein. Ja, Vorfall. Samstag kommt. Auf jeden Fall kommt mein Samstag, weiß ich. Ja. Meinst du auch? Ich hatte die Überlegung, den FC Ingolstadt zu nehmen gegen Dortmund, aber ich dachte mir so. Aber Moment, ich dachte erstmal, ja gut, du nimmst Aufsteiger, dann dachte ich mir, ich nehme auch einen Aufsteiger. Okay. Habe ich dann doch nicht gemacht. Und ja, dann dachte ich mir, das interessanteste Spiel von dem Spieltag noch wäre Stuttgart-Hamburg wäre noch interessant gewesen. Und dachte ich mir so, naja, nicht nochmal Hamburg. Das will ich mir nicht antun. Mhm. Und dann kam ich halt darauf, das andere Spiel zu nehmen. Das ist dann halt Frankfurt gegen Augsburg gewesen. Ich habe einfach die Schalke Darmstadt genommen, weil mich irgendwie, ich weiß nicht, interessiert das so Schalke letztes Jahr, naja, drauf und deswegen dachte ich so, wäre doch ein gutes Spiel gegen Aufsteiger, mal gucken, was die drauf haben noch. Und Darmstadt habe ich halt genommen, weil sie Aufsteiger sind und ich wollte da auch 2 neue Mannschaften haben, die wir noch nicht hatten, deswegen habe ich einfach die beiden genommen. Ja, und ich habe die anderen genommen, jetzt haben wir nochmal neue Mannschaften. Genau, und jetzt würde ich sagen, geht's mal los hier richtig mit Marco Reus. Wer da schön vorbeikommt. Oh, Kampel hält den Fuß hin. War das Ecke? Ne. Echt? Kampel war dran? Okay, krass. Ich dachte, Kampel war dran. Ne, ne. Meiner hat einfach Geist gemacht. Der, ich weiß jetzt nicht genau, wer von den beiden das war. Keine Ahnung. Wow. Nice Drimmage. So, Aubameyang. Ah, wird hier abgecheckt. Da. Raphael. Granit. Oh. Schon? Ne, noch nicht. Doch. Ne, doch nicht. Kampel hat den Ball. Castro setzt sich da jetzt irgendwie hoffentlich durch. Jawohl. Macht er auch. So, Mats. Hummels. Oh, schönes Auslaufen. Schön gemacht. Schön gemacht von, ich glaube, Moment, links. Das müsste Schmelzer sein, ja. Sehr schönes Ausgelaufen. Oh. Erstmal riskant die Seite gewechselt. Die Fans fahren hier schön den BVB an. Mhm. Bald sieht man noch ein anderes Borussen-Stadion, was ich extrem geil finde. Ich finde es schade, dass da nicht alle drin sind. Ich freue mich auch voll. Das finde ich ehrlich gesagt, aber freue ich mich auch drauf. Aber ich finde es extrem schade, dass halt wirklich die ganz anderen Stadien nicht drin sind von der Bundesliga. Jetzt wird erstmal Aubameyang geschickt, Alter. Und jetzt wird erstmal Mkhitaryan geschickt. Und nein, Böhre Sommerheld. Und zwar backt da wie FIFA 15 Like rum. Kriegt zweimal den Ball nicht im Nachfassen. Das ist schon extrem. Deswegen ein bisschen verbackt irgendwie im Spiel. Ja, halt immer die Klappbacher. Das gibt jetzt wohl nichts, oder? Dankeschön. War ja auch nichts hier. War auch nichts. Aber ich hätte ihn ehrlich gesagt nicht verschossen, weil Fehlentscheidung vom Schiri. Machen wir nur, wenn wir privat spielen. Richtig, weil. Haben wir gesagt. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht, weil. Richtig. Machen wir nicht, aber haben wir es doch beschlossen. Ich gehe davon aus, dass die es im Real Life tun würden, ja. Weil halt, ich meine, es wäre unrealistisch, hier einfach nur zu sagen, hier, ich mag den Gegner jetzt, ich werde jetzt nicht, ich spiele jetzt nicht rüber. Das wäre für den Verein ein bisschen jetzt nicht so produktiv. Oh,
was ein Kopfball. Oh, Sommer. Sommer hält Marco ziemlich gut gerade. Gündogan mit dem Kopfball hier. Da ist der Ecke jetzt. Marco Reus. Und LOL! Hermann, ja, wow. Sommer schießt einen Bock und das war Hermann schuld jetzt. Ja, eigentlich war Sommer schuld. Hermann macht jetzt das Eigentor durch. Ja, der GG FIFA. Well done. Torwart ist mega geil. Ach ja. Wie man dieses Spiel lieben kann. Ja, so läuft das dann mal. Wir haben vorhin auch drüber geredet, Bug Sommer. Und ihr habt gesehen, warum. Ja, deswegen habe ich FIFA lange Zeit nicht angepackt. Das sind wir natürlich genau, was ist eigentlich Sommer und Ter Stegen so beide verpackt, das ist irgendwie blöd. Mhm. Wie kann bitte Hermann langsamer sein als, alles klar, das war knapp. Was sieht bei mir so voll aus, als ob ich übersteuern würde, Audacity. Das habe ich komischerweise sonst nicht. Ey, ich sitz, Moment, ich glaube, ich stehe gerade, also, na, scheiß Abseits. Wolltest du sagen, du stehst? Ich sitz gerade anders. So, ich dachte schon, deswegen. Oh, ey, ich sitz jetzt hier komplett vorm Mikro. Ist auch mal anders. Und wenn ich mit Festival aufnehme, sitze ich mal ein bisschen anders vom PC, als wenn ich ohne aufnehme. Oh, ach, schade. Was war jetzt? Ah, gar nichts, lol. Ich habe gerade einen Pfiff gehört. Okay, habe ich wohl Paras gehabt. Ja. Hamburg ist wieder da. 1-0. Das Hamburg-Drama. Verdient, auf jeden Fall nicht. Mit dem Tor. Okay. Ist eigentlich wär's, ja. Aber irgendwie habe ich gefühlt, ich hätte die Chance mehr anders gezählt. Ey. Vorhin hatten wir auch zur Halbzeit 2-0 Chancen, obwohl ich dachte, wir hätten mehr, aber naja. Ja, richtig, das 1-0, naja. Muss ich nicht drüber reden, ist einfach so. Blöd gefallen. Ne, FIFA ist schuld. Also haben wir noch ein bisschen Angst gehabt. Ne, wäre noch nervös am ersten Spieltag vielleicht, wer weiß. Glaube ich nicht. Na, wer weiß. Als ob der nervös ist. Das hätte man letztes Jahr sagen können. Der schöne Aubameyang. Oh, und Sommer hält diesmal. Ja, wir können ja über einen Ex-Dortmunder reden, der hier meint, jeden zu kritisieren, nur weil er nicht Hilfe bekommen hat. Der hat gestern sogar eine Vorlage gemacht, ne, bei Sevilla. Ja, richtig. Ja, der hat sich ein bisschen beschwert über Klopp, über Bundesliga. Die ist nicht anspruchsvoll, Mama. Das weiß ich nicht. Der redet bei Dortmund, meinte, der Klopp ist zwar irgendwie ein guter Trainer, aber der hat keine Taktik oder so, weiß ich auch nicht. Ja, deswegen ist er auch nicht zweimal Meister geworden. Ich würde sagen, erstmal Leistung zeigen, dann kann man noch ein bisschen Kritik. Richtig, weil so gut hat er jetzt nicht wirklich gespielt. Nö, hat er auch nicht. Er hat nur rumgeheult. Ich habe mir das Testspiel zum Beispiel angesehen letztens gegen diese komische Auswahl da von Olympiasiegern. Und der ist einfach über den Platz so mega lustlos gegangen. Das war einfach nur ja, der ist einfach, das war fast schon Arbeitsverweigerung. Also der hat irgendwie gar keinen Bock mehr gehabt. Ja, einfach, ja, hat halt keinen Sinn. Wurde nicht zum Essen eingeladen, meinte er, ja, vielleicht ist er auch kein netter Charakter, aber weiß man ja nicht. Deswegen vielleicht hat er nicht so viele Freunde. Er hätte auch einfach fragen können, hier, könnt ihr mich mal mitnehmen oder so. Ja, oder man ja auch machen können. Auch ein Zuhause essen da, ne? Also er hätte ja auch Leute einladen können. Genau. Der auch machen können, aber vielleicht hat sich einfach nicht in die Dortmunder Familie eingebunden. Dann ist er wollte kein Schwarz-Gelber sein. Ja. Nein, nicht jetzt ausrennen! LOL, alles. Was gemacht? Wow. Und naja, steht da voll allein. Hat gestern richtig eine Vorlage gemacht gegen Barca, das war ein richtig krasses Spiel. Krankes Spiel. Und ich hab's voll verpeilt und hab es so Verlängerung eingeschaltet. Echt, Alter. Ich hab nebenbei sogar noch was aufgenommen gehabt. Und ich war in der Aufnahme ganz Zeit so mega brainer, ich hab ganz in den Fernseher geguckt, das war mega scheiße. Aber naja, das andere. Also für die Leute, was hast du aufgenommen? Das könnt ihr euch angucken. Habe ich über die Gamescom geredet. Ach so, das. Donnerstag. Nee, am Mittwoch kommt das. Das hab ich aufgenommen, ich hab mega Burnout geredet. Nebenbei so ganz halt auf den Bildschirm geguckt. Oh, Kampel, Vorsicht. Ich spiel das gerade so blöd raus. Na, wir reden wieder so viel, deswegen bin ich so unkonzentriert. Aber FIFA, das hab ich immer. Muss mich konzentrieren. Ich kann beides. Ja, komischerweise. Wenn ich über andere Themen rede, dann bin ich immer so FIFA. Nein! Ah, riskant hier wieder. Bisher fallen die Tore noch nicht in unseren Prognosen. Vorhin auch. Ja, richtig. Kann man sagen 0-0, also. Ja, kommt ja einen Tag früher. Ja, genau. Und jetzt auch ein Tor oben ist da jemand. Oh, da wird er gelegt. Und wieder ist Reus verletzt. GG. War das in dem Spiel hier auch, wo Reus verletzt war, oder war es im anderen Spiel? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, das war, gerade eben. So. Vor den ganzen Schlamassel. Oh Mann. Ah. Die Nummer 2 hat den Ball. Bester Mann. Ich bin mir auch sicher, dass er sich durchsetzen wird gegen meinen Fehler. Ist ja auch schon bekannt gegeben, dass der Bundesliga Nummer 1 wird. Ja, aber
Ich glaube, der wird sich bald generell durchsetzen, so. Ja, kommt darauf an, ob die FIFA gerade Champions League wieder an Tor steht. Ja, ich gehe davon aus, dass Weidenfeller bald zu alt war, das ist. Ja, aber weiß, er ist 34, glaube ich. Da ist man ja eigentlich so im fast besten Fußballalter. Torwartalter. Ja, Brad Friedel. Ja, der ist ja mit 45 hat er aufgehört ungefähr. Das ist auch krass. Oh. Oh. Ach. Sauberstindel. Johnson. Die linke Seite. Mit seinen 90 Pace. Ich weiß gar nicht, dass er so schnell ist. Aber wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist mir neu. Nein, doch nicht. Sah nur so aus. Oh, Reus ist immer noch verletzt, aber so ist das. Ja, hat sich jetzt zweimal in Folge verletzt. Ein einfaches Spiel für ihn heute. Aus dem kämpft er hier um den Ball. Ja, Respekt, so weiter zu spielen, ne? Erinnert mich ein bisschen an Bender, der sich da, ich glaube, sich die Nase so gebrochen hat. Irgendwie so. Hat trotzdem weitergespielt. Ich meine, das war Sven. Der spielt gar nicht mit heute. Der ist auf die Bank. Ich. Oh. So. Henrik. Gladbach nur über Flanken gefährlich, merkt man. Ja. Gitarre kommt da nicht durch, schade. Oh, warte. Och Mann, Hermann, der kann ja eigentlich nichts dafür, dass er gerade ein Eigentor gemacht hat. Das war eigentlich nur FIFA. Ja, ist echt blöd gelaufen. Das regt mich ein bisschen auf, aber gut, ist halt passiert, ne? 0-0 schon wieder. Oh Gott. Das könnte jetzt ein Pass werden. Würde auch, Drimmitsch. Nimmt den Ball aber scheiße mit und damit ist der Ball weg. Sehr gut. Oh, auch sehr gut von mir. Ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Ha, Sommer kommt raus und. Das war jetzt aber auch gar nicht gefährlich. Ja, Sommer meint rauszukommen ohne irgendwas von mir. Das ist Premium, dass die Tolte. Yes, aber nee, doch. Oh! Nee, nix da. Sommer kannst du schön vergessen zu lupfen. Ja, da will er lupfen. Abseits, ne? Oh! Freistoß. Jetzt war es ein Foul. Meine Geheimwaffe. Nicht. Gelbe Karte für. Kannst du mich bitte spielen lassen? Ich mach den rein. Mit Ansage. Nein. Mit Ansage. Pass auf. Ich kann frei. Mach rechten Stick, ich mach den rein. Ja, dann macht die CPU, aber das will ich nicht. Ah ja, war fast drin, ne, würde ich sagen. Ja. Millimeter. Aber auch nur Millimeter. Ich würde sagen, das mich noch, ja. Aber ich konnte das noch nie in FIFA. Ich kann es einigermaßen. Ach, ich wollte doch noch spielen hier. 1-0. 1-0. Durch einen Torwartfehler. FIFA. Freuen Sie sich. Ja, hätte doch gut ein 0-0 sein können oder ein 1-1. Das stimmt. Also, so wir haben gedacht, wird ein enges Spiel. Haben wir auch. Richtig. Umschieden. Oder knapper Sieg eventuell. Ja, mein Eigentor. Das sieht man so selten. Mein wieder wird das Spiel durch ein Eigentor entschieden, ne? Kennt man. Hier sieht man Sommer. Ja, stimmt. Ja. Boah, Alter, jetzt hab ich gerade. Jetzt hab ich gerade wieder so Flashback. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Kram hat auch noch Eigentor gemacht, Dortmund gewinnt das Spiel. Auch richtig. Wie heute. Ja, das war die Prognose. Nächste Woche gibt's dann wieder neue. Okay, what the fuck. Hier sieht man noch die Statistik. 50-50% Ballbesitz, das war okay. Mein Spielbewertung. Eigentlich scheiße. Sieht man hier. Ja, nächste Woche. Wie gesagt, Prognosen. Gibt neue. Auf beiden Kanälen. Und dann schaut natürlich bei schaut bei Passi vorbei. Schaut bei Passi vorbei und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, ciao.